Der Bildschirm des iPhone bleibt schwarz und das iPhone reagiert nicht mehr? Was tun, wenn das iPhone nicht mehr geht? In diesem Video zeige ich dir die Lösung. Methode 1. iPhone aufladen. Einen vollkommen entladener Akku ist ein häufiger Grund für das Schwarzbleiben des Bildschirms. Du kannst das Handy zunächst 15 Minuten lang aufladen. Dann versuche, ihn wieder einzuschalten. Methode 2. Erzwungener Neustart des iPhone. Wenn das iPhone eingefroren ist, kann ein erzwungener Neustart des Geräts möglicherweise das Problem beseitigen. Der Neustart wird beim iPhone durch das Drücken verschiedener Tasten durchgeführt. Drücke kurz die lauter Taste und danach kurz die leiser Taste. Halte anschließend die Seitentaste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Wenn alles glatt läuft, sollte das iPhone jetzt wieder normal funktionieren. Bleibt es aber beim Startvorgang hängen und zeigt auch nach einigen Minuten immer noch das Apple-Logo oder nur einen schwarzen Bildschirm, kannst du diese Methode versuchen. Methode 3 – Reparieren des iPhone mit iTunes. Du kannst dein iPhone mit iTunes reparieren. Öffne iTunes. Klicke auf iPhone wiederherstellen. iTunes beginnt, die Firmware zu herunterladen. Und das iPhone ist repariert. Das Handy wird zurückgesetzt. Wenn du ein Backup hast, kannst du es auf dem iPhone wiederherstellen. Methode 4 – iPhone mit Reiboot ohne Datenverlust reparieren. Tenorshare Reiboot ist ein Programm zur Lösung von Problemen mit iOS. Mit Reiboot kann das iPhone ohne Datenverlust repariert werden. Verbinde dein iPhone mit dem USB-Kabel mit dem Computer. Klicke auf Starten und wähle Standardreparatur. Lade das Firmware herunter. Klick auf Standardreparatur. Nach 10 Minuten wird das iPhone eingeschaltet. Es gehen keine Daten auf dem Handy verloren. Methode 5 – Apple Support kontaktieren bzw. aufsuchen. Wenn die oben genannten Methoden dein iPhone nicht reparieren, liegt vielleicht ein Problem mit der Firmware deines Handys vor. Du solltest den Apple Store aufsuchen oder den Apple Support per Chat oder Telefon kontaktieren.